Ja, willkommen bei einer weiteren Folge von Slender the Arrival. Die gesamte Gegend ist jetzt leicht in einem violetten Ton getaucht. Und wie bereits erwähnt, war ich vorhin, also zwischen letzter und dieser Folge, eben kurz auf Toilette. Und ich denke mal, das ist ziemlich nötig, weil sonst mache ich mich gleich nass. So. Mal abgesehen davon, dass ich panisch schwitzen werde. Okay, Oakside Park has three canoes available for rental. So, okay. Ich kann nicht mal lesen. Okay, die bieten also Kanus an. Das ist ja ziemlich cool. Was haben wir denn hier? Oakside Park, Canoeing Rules. Ja, yeah, okay. Personal Flotation Devices. PFDs must be worn at all times while on the water. Also Schwimmwesten müssen immer getragen werden. Do not cross the line floats under designs. Ja, man soll nicht mit irgendwelchen Tieren rumspielen. Und man soll nachts solche reflektierenden Sachen tragen. Was haben wir hier? Hiking Trails, Bike Trails, Swimming, Canoeing, Train Surfing, Sorbing. Was ist Sorbing? Dieser Begriff Sorbing sagt mir gar nichts. Also ich kenne den Begriff nicht. Keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Hallo. Da haben wir einen seltsamen Turm und es gibt tatsächlich mehrere Unterschiede, wenn man das Spiel anfängt zu spielen, als ich zunächst dachte. Beim letzten Mal bin ich nicht an einer ganz anderen Stelle rausgekommen. Da war ich nicht an diesem Turm zuerst. Da war ich nämlich an einer Karte von Egid. Aber egal. Gott, ich war schon wieder der Meinung, gerade den Slender zu sehen. Okay. Denn jetzt geht's erst nämlich richtig los. Jetzt müssen wir die 8 Seiten sammeln. Und jetzt verfolgt uns das Slender auch richtig, denn jetzt geht's erst richtig los mit dem Spiel. Das vorher war ja erstmal nur so rumgezuppel. Da gab es ja nichts zum wirklich Angst vorhaben. So, wir sprinten mal ein wenig. Okay, die Karte ist wirklich komplett random generiert. Merke ich gerade. Ah, da hängt die Seite. So. Ich nehme mir jetzt nicht mal die Zeit, mir die Seiten genau anzugucken. Oh, war er da gerade? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen hier lang. Aber das finde ich ziemlich cool, dass die Karten scheinbar wirklich random designed sind. Also wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sie aussehen können. Also ich. Oh. Da war er doch gerade, direkt vor uns hinter einem Baum. Das macht er aber gerne, sich direkt vor uns teleportieren. Okay, hier irgendwo in dem Haus können wir damit rechnen, dass wir eine Seite haben. Das Auto stand beim letzten Mal, als ich so weit gespielt habe, stand das völlig woanders rum. So. Häuser sind eigentlich immer das Schlimmste. Deswegen sollte man eigentlich hier immer zuerst drin nachgucken, wenn er einen noch gar nicht verfolgt. Weil man die Maus natürlich Schwierigkeiten haben könnte. Ja, sehr gut. Wieder rauszukommen. Und die Musik schwingt um. Ach, wie schön. So, ich nehme hier schnell mal den nächsten Ausgang hier aus dem Haus. Oh, da war er.
Also beim klassischen Slayer habe ich gehört, also ist so ein bisschen Halbwissen, verfolgt ein langsamer, oder das Mordor, habt ihr gesehen, wenn man die Taschenlampe aus hat, aber das ist so, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Okay, egal, hier haben wir mit Sicherheit irgendwo wieder eine weitere Seite. Da! 4 von 8 haben wir, die Hälfte schon hinter uns. Oh, da hinten ein Toilettenhäuschen. Fünf von acht. Das geht ja gerade wie am Schnürchen. Da war der Drecksack wieder. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo waren wir besser noch nicht. Ob wir irgendwelche Locations finden, wo wir besser noch nicht waren. Es fehlt... eventuell noch... Ne, beim Auto waren wir schon. Hier waren wir schon. Eine Karte werden wir noch finden, wo wir noch was finden. Also noch eine Seite zu finden haben. Sehr gut. Da hinten die Container. Irgendwo dazwischen wird noch eine Seite hängen. Ah, geil. Steam-Errungenschaft freigeschaltet. Marathonläufer. Das Problem ist, wir müssen hier bleiben, auch wenn das hier eine Seite herholen. Auch wenn Slender hier irgendwo rumchillt. Und wenn nicht, müssen wir sowieso später wieder hin. Verdammt. Okay. Dann halt später. Obwohl das leichter gesagt als getan ist. Einfach wieder zurückzukehren. Ja, der Drecksack teleportiert sich sowieso dahin, wo gerne immer, genau dahin, wo wir gerade hingehen. Da zum Beispiel. So. Das war nämlich ein Trick. Jetzt hat er sich genau vor uns teleportiert und wir können geradeaus zurücklaufen und kommen wieder zu den Containern. Aha. Bin ich ein gewitzter Mann. Mach mal das Licht aus. Wegen jeder Gerüchte. Nee, das ist das Toilettenhäuschen. Hä? Wo waren die Container? Wo sind die Container hin? Wenn man sie mal braucht. Egal. Toilettenhäuschen waren wir schon. In diesem Haus waren wir auch schon. Okay. Wir waren auch noch bei diesem einen Turm. Nicht dem Turm da hinten, das ist ja Mordor, ne? Kennt ihr das Auge? Das ist... Wie hieß der Typ nochmal? Sauron, genau. Ich bin nicht so... Ich habe Herr der Ringe geguckt, aber nicht, aber ich war nicht so der... Oh, verdammt. Ich hab den Film nicht wirklich... Ja! Damit, okay. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz dringend weg. Puh. Okay. Egal, auf jeden Fall habe ich immer Sorge, Saruman mit Sauron zu verwechseln. Ich weiß nicht warum. Irgendwie... Wenn andere die beiden Namen in den Mund nehmen... denke ich meist an den anderen, der gemeint. Ich weiß nicht warum. Hm. So, beide böse, beide mit S. Mit S, mit SA. Und ein U und ein R. Ja, Slender, du bist auch ein Bösewicht. Okay, wir sind wieder bei den Containern. Das Gefühl von denen möchte er uns besonders intensiv abhalten. Da! 6 von 8 Seiten. Oh, was haben wir denn da hinten? Oh. Du Blödmann! Ah, da waren wir doch schon, oder? Verdammt, da an der Seite war er wieder. Waren wir da schon? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine,
Doch, das war so der erste Ort, oder? Das ist neu. Das kenne ich noch gar nicht. Kennt man ein angezündetes Kanu? Ach, denn sowas. Und warum liegt ein Kanu hier rum? Das gehört doch ins Wasser. Aber andererseits, wenn es im Wasser wäre, dann könnte es ja nicht brennen. Und, Ja. 8 von 8 Seiten. Sehr schön. Okay, dann haben wir damit ja... Uh-oh. Lauf! Lauf! Freundchen, lauf! Der ist hinter dir her. Übrigens, ich kann gerade herzlich wenig steuern. Also ich kann mich zwar umgucken, aber das Laufen ist gerade... komplett ohne Steuerung. Okay. Da haben wir den ersten Abschnitt ja schon mal fertig. In 10 Minuten. Oder 11. Geil. Okay. Da liegen wir. Die Kamera hat nur noch die Hälfte der Batterie. Das sagt aber natürlich nichts über die Taschenlampe aus. Das ist ehrlich gesagt meine größte Sorge. Dass die Taschenlampe ausgeht und nicht der Rest. So, hier haben wir mal kurz mein Menü. Achso, nee. Wir können leider hier noch nicht Stages auswählen. Auf jeden Fall ab hier. Ab hier spiele ich wirklich vollkommen blind. Bis vorhin habe ich tatsächlich gespielt, aber ab hier bin ich wirklich total blind. Habe keine Ahnung, was los ist. Deswegen konnte ich auch sagen, dass es scheinbar wirklich zufallsgeneriert ist. Was ja... an sich schon ziemlich cool ist. Okay, da können wir nicht rein. Da hinten haben wir Häuser. Wir hatten eine sehr wilde Nacht, aber es ist immerhin wieder Tag. Oder es ist... entweder es ist gerade früh am Morgen. Oder spät am Abend. Da haben wir schon wieder dieses Vermisstenposter. Wir haben nichts davon, es abzunehmen, würde ich mal behaupten. Da haben wir ein nettes Echo. Und oh Gott, müssen wir da wirklich rein? 6? Wie wäre es denn erst mit 3 und 4 und 5? Aber es ist wieder zu Kümmelns. Okay, I tried to find my way back to when you... Okay, nochmal von vorne. I tried to find my way back to you, then I tripped and fell down that slope. But my flashlight hit one of the rocks down there and broke. It was pitch black. I heard sounds all around me, screaming. It sounded like you. I tried to follow it back, but I was lost. I fell. Everything collapsed and down around me. I could feel it crushing me. Everything was moving so fast. I was drowned in water. I couldn't see. Every fear I've ever had came back to me at once. Monsters surrounded me. My stomach inverted. My eyes shriveled out of existence, and my heart caved in. I don't know what happened after that. I woke up in some tall grass today and found my way back to the house. I looked through the window and saw you sitting on the couch, staring at your TV. I couldn't get your attention, so I left. I can't write anymore. I can't think straight. I need to... Okay, was haben wir hier? Is it attention? Ich weiß nicht. All employees. After the closing this Sunday, your paychecks will be mailed to your home address that we have on file for you. Please see Jessica in the office if you have changed your address recently. Otherwise, you will not be able to receive your final paycheck. We would like to thank all of you for your many years of
Dedicated Service to Kalman Mining. Kalman, okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Name, der Marke Kürzler. And wish you the best of luck in all of the future in Devos Management. Okay. Ein hübsches schwarzes Bett. Ich gucke mich mal ein wenig um. Ich würde behaupten, die nächste Location, wo wir reingehen müssen, wo ist da drinne? Also in diesen Dingens drinne. Es wäre aber perfekt. In einer Mine dieses Seitensuchspiel. Ich fände es wow. Also ich denke mal, das wird sein. Da kommen wir nicht rein, oder? Nope. Damit können wir überhaupt nicht interagieren. Ah, 5, okay. I mentioned it to my doctor again when I saw him today. He really wants to come in sometimes just to talk with him. Ach, wants you to come in sometimes to just talk with him. I think it's a good idea. He also said that confronting this traumatic event in some way could be very beneficial too. Don't worry, I didn't tell him any specifics about what happened. I do think we should go back out of the park behind your mom's house sometime soon. I think being out there and seeing nothing will help get rid of these stupid problems we've both been having. Okay, ich glaube, wir haben so den Weg, sind den Weg irgendwie in die falsche Richtung gefolgt. Weil wir irgendwie gerade erst 6 und dann 5 hatten. Ich frage mich, wenn wir zurückgehen, ob wir noch 3 und 4 finden. Da ist irgendwas abgesperrt. Das soll wahrscheinlich einfach nur einer natürlichen Grenze dienen. Auch eine natürliche Levelbegrenzung. Ich könnte noch da hinten. Fand ich seltsam, dass die Kamera gewackelt hat. Egal. Ich gehe mal einfach mal hier hinten gucken. Warum nicht? Ein Spiel will erkundet werden. Das ist ja. Es ist ja kein Open-World-Spiel. Es ist ja eigentlich. Hat ja eine lineare Story. Aber ich finde es cool, dass es uns hier dieses Angebot macht, sich hier ein bisschen umzugucken. Ich meine, auch wenn es kein Open World ist, finde ich sowas immer cool, weil es einen so ein leichtes Open World Feeling gibt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in diese Mine. Und ich bin mal gespannt, ob das, was ich vermutet habe, eintrifft. So. Ich finde es cool, dass wir wirklich sehr lange laufen können. Ich habe das Gefühl, dass er wenn man in Stresssituation ist, also wenn der Slender zum Beispiel direkt vor einem steht, dass er um einiges schneller dann wegläuft. Zumindest hatte ich das letzte Folge im Gefühl. Also letzte Aufnahme, letzte Folge. Die leider verloren gegangen ist, beziehungsweise, schlecht geworden ist, verzerrt. Kein Bildschirm mehr. Egal, habe ich schon erzählt. Gut. Cooler Echo-Effekt. Okay, ich gucke mich mal ein wenig um, aber ich denke mal. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe spielen. Ja, wie ich es befürchtet habe. Wahrscheinlich geht es hier erst so richtig los, wenn wir dahinter sind, weil hier irgendwo... Ach da, geht's weiter. Warning. Kulimen Mining. In the event of sudden power loss, all employees must be removed from the mines via emergency lift as soon as possible. To power the lifts, please activate the emergency generators without the
ground level of a complex. 6 generators are the minimum required for to power the lift at full capacity. Please see our supervisor if you need help locating them. Okay, ich denke mal, wir alle wissen, was wir gleich machen müssen. Wir werden 6 Generatoren suchen müssen, aktivieren. Nummer 7. I am okay, Kate. The woods are beautiful. Please come see and I'm going to find you so you can see. It is so beautiful, Kate. Wir werden sowas von diese 6 Generatoren aktivieren müssen, bei Daylight mäßig. Local Park sells land to Coleman Mining Co. Okay. Ah, das sieht wieder sehr deutsch aus. Aber hier ist eine Sackgasse, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oder wir gehen gleich weiter. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.